Willkommen, willkommen, Leute. Ich bin wieder da, Enkides. Alle feiern. Psch, psch, psch. Explosion auf dem Bildschirm. Willkommen wieder zurück auf diesem Kanal. Es sind nur 3 Jahre vergangen, also ja, nicht viel, wo man drüber reden kann. Neben viel Shit, aber das ist Zukunftskram und Vergangenheitskram. Das interessiert uns nicht. Uns interessiert, was momentan mit Mojang passiert. Zensur! Und dazu noch haben sie jetzt, wie lange von 2009 bis jetzt, 2022 im momentanen Stand, gebraucht, um überhaupt Minecraft 2 jemals zu announcen. Haben sie nie getan, außer einmal in den April Fool's Joke. Aber wir sind hier! Better Minecraft! Das ist so ziemlich Minecraft 2.0. Es ist Minecraft im Besser. Es macht alles besser, was dieses Let's Play automatisch zu einem besseren Let's Play macht. Also, wir gehen einfach rein. Wir kreieren uns eine richtig, richtig geile Welt. Wir werden schauen, Häuser zu bauen, wir werden schauen, zu überleben. Essen wäre nicht schlecht. Ich glaube, das wäre vielleicht für die erste Folge mal kein schlechtes Ziel. Wir ändern nichts, außer es zu hart zu ändern. Und wir machen hier World Name. Let's play. Aber besser! Dazu noch ändern wir eine Kleinigkeit, neben dem, dass wir nichts ändern. Und zwar Seed machen wir 666. Das ist, muss man tun. Das gehört zum Modpack. Das muss man tun. Yo, wir sind hier in einem neuen Let's Play. Es sind, wie gesagt, nur 3 Jahre vergangen, also nicht der Rede wert. Mein Schedule ist wie eh und je einfach super, super duper schnuper on time. Wie früher, wo ich, glaube ich, eine Folge die Woche oder sowas herausgebracht habe, tue ich das jetzt logisch weiterhin. Nee, ich weiß nicht genau, wie ich das machen werde. Wenn ich es schaffe, dann werde ich sogar mehr hochladen als eine die Woche. Aber das ist dann, das wird man alles sehen. Das wird man alles sehen, glaube ich. Ich werde auch mal diese kurze Zeit hier nutzen, wo diese wundervolle, by the way, es soll eine Welt darstellen, diese Welt hier zuguckt, wie sie gerendert wird, um euch zu erinnern, wenn ihr nicht subscribed seid für diesen Neubeginn, dann tut es fucking jetzt, sonst kriegt ihr Ärger, ja, von der Content Police. Die Content Police kommt rüber und wird euch alle dazu zwingen, jetzt zu abonnieren, kaching kaching, und vergesst nicht die Dingeling, ja. Also, wir sind auf 100%. Ich weiß, by the way, kaum was vom Modpack. Ich habe das vor 3 Jahren einmal gespielt. Da vorne ist schon mal etwas. Ich weiß nur, wie man zoomt. Auch wenn ich es gerade ein wenig bereue, das zu wissen. Oh, es gibt sogar Omega so. Oh, ich. Holy shit. Hallo. Schaf. Holy shit. Okay. Ich weiß kaum noch was von dem Ganzen. Das sieht aus wie eine Ente. Da sind noch andere Enten gerade gespawnt. Das ist Minecraft, aber im Besser. Wir haben hier 60 Seiten an Shit, wovon ich kaum was weiß. Und wir werden das Ganze... keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Wir werden das Ganze erkunden. Oh, was war das denn? Das sah ja super cool aus. Dragon Scale Chestplate. Dragon Bow. Oh, die sehen ja richtig cool aus. Wir brauchen einen Dragon Scale und einen Bow und einen Dragon. Oh, wie kriegt man Dragon Scales? Okay, da fahren wir, glaube ich, nicht so leicht. Ich würde behaupten, das kriegt man, indem man einen Drachen tötet. Holy shit, das sieht ja richtig cool aus. Okay, okay, wir dürfen nicht zu lange hier überlegen oder darüber philosophieren, wie genial das alles ist oder sein könnte. Da ist ein Sternchen über meinen Baumstamm da unten und ich weiß nicht, was das bedeutet. Wir holen uns als erstes Holz. Wir haben hier einen hübsch großen Apfelbaum, glaube ich. Und wir versuchen uns als erstes mal... Holy shit, ist das der fucking Hund von Talking... Ja, ist der Talking Ted? Rechts oben auf der Minimap? What the hell? Wir versuchen uns eben, der als erstes mal aufzubauen, damit wir Shit haben. Das ist ein ziemlich großer Baum. Den nutzen wir auch gleich hier. Zack. Okay, I guess. Oh mein Gott, ich habe ja keinen Plan, was hier los ist. Benutzen wir mal ganz schnell den da. Wir machen uns eine Axt. Das ist normalerweise nicht das Schlaueste zu tun, aber mir ist gerade egal, was das Schlaueste ist zu tun. Ja. Oi! Wow! 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 Das war ja mal krass cool.
Holy shit. Ich wusste nicht, dass es like Timber hier drin gibt. Oder die Timber-Mod. Die macht, dass man mit einer Axt alles, also alle Baumstämme sofort abbaut. Das ist ja richtig cool. Okay, alle neuen Items, wie es scheint, haben. Das der. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Das hat gerade Das ist alles so cool. Oh mein Gott. Okay. Hatschups. Wir holen uns als erstes mal ein bisschen Fleisch. Sorry an alle Veganer und Vegetarier und Fruktaner und alle anderen Ahner. Aber ich werde nicht ganz Halal und Co. hier leben. Ah, oh, das muss ich nochmal angucken. Das ist so cool. Und wie die... Oh, das ist so... Oh, wie sie da unten liegen. Schaut euch das an! Oh! Okay. Wir haben Baumstämme. Wir haben ein bisschen was an Essen. Wir machen gleich dich darüber. Wir haben nicht mehr genug Durability, um weiß Gott was zu machen. Deswegen würde ich sagen, wir graben uns gleich runter und holen uns hier ein wenig Stein. Wenn ihr andere Let's Play Vorschläge habt, so Oldschool-Spiele oder Minecraft-Modpacks, auch wie dieses zum Beispiel hier, dann braucht ihr es nur sofort anzukündigen und ich werde es mir angucken. Und wenn ich dann denke, ja, das sieht ja mal richtig krass genial aus, dann werde ich das dann wahrscheinlich auch Let's Playen. Zum Beispiel habe ich noch ein paar andere Minecraft-Modpacks gesehen, die maßlos schwer sind, wie es aussieht. Und ich habe keinen Plan, wie ich die jemals schaffen würde. Aber ich liebe Challenges. Also, wenn ihr Vorschläge habt, dann könnte ich dann eben auch spielen, meine ich. Wenn ihr Vorschläge habt, sagt einfach Bescheid. Ich werde es dann angucken und dann wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Zack. So, wir haben jetzt ein neues Tool. Wir holen uns mehr von den... Oh, das sieht... Ich werde niemals drauf klarkommen, wie fucking genial das aussieht. Wir suchen uns jetzt einen hübschen Ort, wo wir leben können. Dabei, währenddessen suchen wir uns noch ein paar kleine Shawinies. Wie man sieht, haben die auch Rassen. Der ist, like, anders gefärbt. Und drüben haben wir ein paar braune Schweine gehabt. Oder Wildschweine oder was auch immer. Wir holen uns auch sofort hier das hier, da werden wir nicht sparen. Und das da gehen wir logisch auch looten. Oh, das sind sogar Villager. Haben wir ein Village? Ist das der beste Seed, den es gibt auf der Welt? Maybe. Biomepedia. Oh, damn. Huh. Oh, da kann ich alles mögliche an Infos rauslesen, was das spawnt und so weiter. In jedem Biom von dem Modpack. Cool. Welcome. Was sagst du mir? Welcome, Better Minecraft, Fabric, Quests, bla 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 bla. Okay, es gibt noch keine Quests, aber die kommen bald. Super, das Buch brauchen wir nicht. Zack, da freuen wir uns schon auf die tollen Quests. So viele Schweine, die hier spawnen. Und Regengeräusche. Von hier irgendwo. Sind die unter mir? Kein Pl... Ja, wow. Hm. Schön! yes, wunderbar. Wie kommt man da nach oben? Oh mein, ist das ein Friedhof oder so? Gibt's hier einen Weg nach oben? Ah, da. Okay. Oh, damn. Leere Bookshelf... Oh, ist das in die Looms Haus? Ich werde sowas um die Bücher hier mitnehmen. Ihr habt ja keinen Plan. Wir nehmen uns gleich alles mit, was wir uns mitnehmen können. Was wir uns getrauen können mitzunehmen. Barrels, why not? Solange wir den Platz haben, warum nicht? Wir nehmen uns das Ganze einfach mit. Und es ist ja super, dass wir hier gespawnt sind. Whoops. Bett. Und wir setzen hier mal ganz schnell unser Spawn. Okay. Wir waren lange nackig. Oh, yes. So mächtig. Oh, ich funkel sogar. Oh, genial. Ah ja, by the way, das ist mein neuer Skin. Für die, was wir noch nicht gesehen haben. Und... Okay. Männlich. Hallöchen.
Atalish Ivaniki und Anima Braver. Einer von diesen Namen ist nicht wie der andere. Kommt mir vor. So, wir haben jetzt auch noch einen hübschen Bogen. Alter, wir sind equipped. Das ist ja super. Gibt es irgendwelche Backpacks oder sowas? Das wäre cool. Es gibt Backpacks. Zwei verschiedene Arten sogar. Baby-Backpack. Okay, ist ja Billo. Und Freight-Backpack. Okay, wir brauchen noch ein paar Kühe und dann können wir uns ein Backpack machen. Backpack, Rucksack, Backpack. Wir gehen als erstes zum anderen Haus. Und dann... Oh, hallo Robin. Heißt so, die Vogelart? Robin? Wie ist denn die auf Deutsch? Warte, ich stelle das Spiel mal auf Deutsch, ja? So. Wie heißt du auf Deutsch? Robin. Cool. Ja, im Sachen werden auch immer noch auf Englisch bleiben. Aber es dürfte kein Problem sein. Oh, das Vogelgezwitscher ist so angenehm. Okay, das ist ein anderes Haus. Ist hier unten irgendwas? Mehr Fässer. Ich kann es nicht fassen. Ham, 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 ham. Kisten sogar, die man nicht öffnen kann, weil Fässer drüber sind. So. Okay, nicht sehr spannende Kisten. Aber das Haus sieht ja richtig angenehm aus. Hm. Das sieht wirklich super geil aus eigentlich. Wollen wir Kisten mitnehmen? Wir könnten sogar hier bleiben. Ja, aber ein eigenes Haus bauen ist immer besonderer, als wenn man jetzt einfach da Sachen mitnimmt. Wir nehmen jetzt, also nicht Sachen mitnehmen, wenn man einfach die Sachen nimmt, die da sind, meine ich. Wir machen das jetzt einfach so, ja? Wir stehlen hier alles, was wir stehlen können. Oder was in kürzerer Zeit immer eine Reichweite ist. Denn wir kriegen schnell genug Bäume runter, dass ich nicht alles Mögliche hier an Durability von meiner Axt verschwenden muss. Zack, runter. Autsch. Und was ist das hier? Da hinten ist noch ein Haus. Basalt. Was macht der ganze Basalt hier? Lass uns zuerst zum Friedhof gehen. Und dann sehen wir dann weiter. Wir suchen uns ein richtig hübsches Örtchen jetzt aus, ja? Ein richtig tolles, tolles Örtchen. Zum Liven. Friedhof ist... Oh. Kann man? Nein. Oh, Smaragde. Diamant! Noch ein Tier! Öko-Eisen! Okay, warte, wir speichern. Können wir das irgendwie mit dieser Minimap speichern? Ich weiß es gar nicht. Create Waypoint. Diamant. Baum. Oh lol, was ist das denn? Wir machen das diamantfarbig. So. Diamantbaum. Hm. Wir werden uns aber hier ein wenig Stein raushauen. Damit wir uns... Obwohl, wir haben hier einen Räucherofen. Ich schmeiß dich rein und ich schmeiß dich rein. Du dürftest zumindest einmal etwas brutzeln. Komm, die ganze Sache haben wir gratis bekommen. Ein Fass. Why not? Okay, Fässer sind komplizierter zu craften. Aber die sind billiger, oder? Ja, die sind billiger als Kisten. Fuck it. Wir brutzeln das jetzt mit Fässer. Wir sind so rich. Gehen auch Äste? Nein. Konnt's gerade nicht einfügen. Oh, wunderschöner Sonnenuntergang. Wenn das nicht super entspannend ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Wundervolle Atmosphäre zum Händchen halten, sich ein Küsschen geben. Okay, also, weiter geht's. Weiter geht's. Warte mal, es ist Nacht. Okay, ich gehe schnell mal schlafen. Ich weiß nicht, was nachts auf mich zukommt.
Ich will es auch noch gar nicht wissen. Ich glaube, das wird mein Tod höchstwahrscheinlich sein. Wir schmeißen uns erstmal hier ein Bett hin und legen uns hin. Machen ein hübsches, hübsches Achievement. Zack. Super. Und schmeißen alles, was wir gerade nicht brauchen, wieder nach oben. Gut. Wir waren jetzt da am Grape. Jetzt gucken wir, was da hinten... Wow, ich bin schnell runtergegangen. Hallöchen, Vögels. Ich weiß nicht, was dieses Rauschen ist. Also, es klingt wie ein Wasserfall ein wenig. Ich wüsste aber nicht, wo hier ein Wasserfall sein könnte. Kann ich diese Bäume? Oh, das probiere ich dann. Nicht alles jetzt sofort. Ah, muss mich zurückhalten. Das gibt's doch nicht. Okay. Wupsk. Schlopsk. Und... Voll in die Nase. Oh, fuck. Voll in die... voll in die Nase. Oh, shit. Okay. Hallo, ich hoffe, hier wohnt niemand, den es stören würde. Würde ich die gesamte, Buchkollektion, die ganzen Lexika und was auch immer er noch hat hier, mitnehmen. Einfach. Hammelkoteletten. Oh, das klingt richtig... Oh, eine wolkige Krabbe. Dich mit, wir nehmen dich mit, wir nehmen dich mit. Roher Kabeljau. Karotten? Karpfen? Was macht man mit Twigs? Ha. Okay. Das ist nützlich. Was könnte man wegwerfen? Federn brauchen wir gerade nicht. Ich möchte den Carrot Carp. Den kann man kochen zu Baked Carrot Carp. Fancy. Kann ich jetzt dir irgendwas machen? Ah, ich habe keinen Plan, was das alles bedeutet, was da drin ist. Na gut, egal. Unser Inventar ist eh schon fast voll. Das müssen wir danach irgendwie managen. Was ist das? Oh, Boot. Boot. Ja, komm. Wir brauchen hier diesen einen Baumstamm nicht. Den verarbeiten wir gleich zu Holz. Zack, wir machen uns ein Boot. Flumsk. Wir... Setz uns rein und let's go. Ich hab nicht die... Nein, ich hab sie nicht zurück... Alter, schau, wie ich glänze. Oh, so fancy. Hihi. Hab dich nochmal erwischt. Okay. Ich weiß nicht, wieso ich das lustig finde. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Okay. Hab was Gutes, Schiff. Fällt grad ein. Ich weiß nicht, was unter dem Meeresspiegel hier liegt. Glaubt ihr, es gibt Haie? Spawn da 3000 Sachen, wenn ich jetzt runterhüpfe. Das wäre nämlich sehr uncool. Oh shit, okay. Hallo? Kiste öffnen irgendwie? Hallo? Aloha? Irgendwas? Kann man nicht irgendwie leicht craften? Blauer Farbstoff. Ja, das ist ein bisschen unangenehm zu kriegen, oder? Das könnte ich rauswerfen. Stöcke. Raus mit den Stöcken. Minecraft Lag? Hab ich da Minecraft Lag gehört? Oh oh. Oh oh. Okay, wir chillen hier oben, dann kann uns nichts passieren. Lagatron. Mit einem hübschen. Hilfe, Hilfe! Wir sind wieder unter Wasser, wir sind unter Wasser! The fuck ist gerade passiert? Geht's jetzt wieder? Ja, jetzt geht's. Hä? Was zur Hölle war das? Ich bin gerade so erschrocken von dem Geräusch. What the... Oh mein Gott, okay. Das gehört logisch zum Plan. Decorating your home? Oh, wir haben Adorn drinne. Adorn hat ganz viel Shit. Okay, ich brauch's Buch aber nicht. Okay, Schatzkarte klingt super.
Buch klingt auch toll. Wir waren da hinten, als ich das letzte Mal geöffnet habe. Haben wir da alles? Ich nehm Karotten mit. Zum Anbauen. Ah, fuck. Und, lauf. Oh, ich bin ja so beängstigt von diesem Modpack. Ah, das ist eine normale Karte. Das ist keine Schatzkarte oder was? Statt nicht Schatzkarte? Ha. Cool. Ich sehe jetzt Wasser. Okay. Hab mir ein bisschen was anderes erwartet. Die Zwiebeln nehmen wir. Oh, es gibt jetzt Jahreszeiten? Was? Da steht, dass die Pflanzen like, in verschiedenen Zeitdingern eher wachsen. What? Okay, cool. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier auf See und wir sehen, wo uns das hinführt. Aber das können wir auch in der nächsten Folge dann tun. Sehen wir mal, wo wir landen. Ich hoffe, ihr habt alle richtig, richtig tolle Zeit. Ich hoffe, ihr seid gehypt auf das Modpack. Es wird ganz bestimmt abgefuckt. Ganz, ganz bestimmt. Das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr gehypt seid oder euch einfach generell einen tollen Tag habt. Und die Glocke zu drücken, wenn ihr, like, musikalisch begabt seid. Wir sehen uns dann und see ya! Wusch.